Alumni. Alumni, das ist der Plural von Alumnus und auch allen Gender-Vorschriften zum Trotz, der Plural von Alumnus und Alumna zusammen ist auch Alumni. Das bezeichnet Absolventen einer Institution. Im Wesentlichen wird das verwendet für tertiäre Bildungseinrichtungen. Kommt vom Lateinischen ernähren oder aufziehen. Alumni sind also die Zöglinge einer Universität. Der Hauptzweck von Alumni-Organisationen ist die Erhaltung der Beziehung zwischen den Ehemaligen und zwischen den Ehemaligen mit ihrer Universität. Die Idee für Alumni ist schon sehr alt. Die wurde im 13. Jahrhundert von den berühmten Universitäten Oxford und Cambridge in Großbritannien oder damals noch England oder was immer, wer weiß, wie das, ich weiß nicht, wie das damals geheißen hat, gegründet und wurde dann vor ungefähr 200 Jahren wiederbelebt im gesamten angloamerikanischen Raum. Das Interessante ist, dass Alumni-Verbände in Österreich ein bisschen ein Schneewittchen-Dasein fristen, nicht nur in Österreich, in ganz Europa, außer in Großbritannien. In Amerika ist ein Alumni-Verband eine Selbstverständlichkeit. Dort sehen es Absolventen als eine Selbstverständlichkeit, als eine moralische Pflicht an, ihrer Universität auf Lebenszeit verbunden zu bleiben. Und was dort auch noch dazu kommt, das wollen wir jetzt hier nicht gleich einfordern, aber die haben dort natürlich ein komplett anderes Universitätssystem, das auch auf Spenden angewiesen ist. Und Leute, und manche Leute guter Universitäten schaffen halt sehr schöne Karrieren, die bringen dann der Universität auch in der Form wieder was zurück. Aber vor allem, und das ist das, woran es uns so viel liegt, die Verbindung der Leute untereinander kann so viel Synergie schaffen. Viele Leute, die ich erlebt habe, gehen aus der Universität hinaus, verlieren alle Kontakte und das war's. Und dann kämpfen sie sich irgendwo als Einzelkämpfer, als Informatiker durch. Dabei könnte man gemeinsam, wenn man die Kraft, die Motivation, die das Wissen anderer nützt, so viel mehr ausrichten. Alumni-Verbände organisieren vor allem Social Events, versenden Newsletters und wie gesagt, sie organisieren im angloamerikanischen Raum auch Mittel, auch finanzielle für ihre Universität. Sie helfen den Alumni, den Absolventen, miteinander in Kontakt zu bleiben. Und das wird, und das ist das Wesentliche, von allen Seiten, vor allem auch von Ihnen, Alumni als Win-Win-Situation angesehen. Und Sie wären ja nicht hier, wenn Sie nicht Interesse gehabt hätten, alte Studienkollegen wieder zu treffen, wobei ich das Alte bei manchen durchaus wörtlich nehmen kann. Ich schließe mich auch ein. Aber es ist unglaublich belebend, unglaublich schön, so viele Gesichter zu sehen, die man lange nicht gesehen hat. Wir hoffen also, dass diese Kultur der Alumni-Clubs hier auch zu beleben ist, insbesondere die TU-Informatik, die TU, der TU-Alumni-Club hat sich ja auch erst kürzlich wieder neu aufgestellt und jetzt eine wesentlich größere Aktivität entfaltet als früher. Und wir wollen als Informatik-Alumni-Club, als Teilorganisation des TU Wien-Alumni-Clubs hier unseren Beitrag leisten und die Leute zusammenbringen, die zusammengehören, die Informatiker eben. Bevor ich jetzt darauf näher eingehe, möchte ich den Dekan unserer Universität, unserer Fakultät, den Gerald Steinhardt, bitten, ein paar Worte zur Fakultät zu sagen, warum sind wir jetzt eine Fakultät und was immer du sonst noch vorhast, Gerald, an Begrüßungsworten zu spenden. Leider. Ich probiere es einmal über die Schwanenhalsmikros. Hören Sie mich da auch? Nicht, hinten nicht, okay. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe ehemalige Kolleginnen und Kollegen.
Als Dekan der Fakultät für Informatik begrüße ich Sie sehr herzlich zu diesem Homecoming-Event an unserer Fakultät. Ich bin, zuerst einmal gesagt, tatsächlich überwältigt, dass so viele von Ihnen unserer Einladung gefolgt sind und heute gekommen sind. Wir freuen uns natürlich sehr auf einen gemeinsamen Abend mit Ihnen. Und dieser gemeinsame Abend soll kein singuläres Ereignis sein, sondern soll, naja, nicht gerade, um mit Humphrey Bogart zu sprechen, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein, aber der Beginn eines intensiveren Kontakts zwischen Ihnen, unseren Alumni und der Fakultät für Informatik. Dass ich Sie heute an der Fakultät für Informatik begrüße, ist nicht selbstverständlich. Viele von Ihnen haben noch an der alten TNF-Fakultät studiert. Aber seit 2004 ist die Informatik an der TU Wien eben eine eigene Fakultät. Und so gesehen haben wir am 1. Jänner 2014 das 10-jährige Jubiläum des Bestehens unserer Fakultät gefeiert. Und dieser Homecoming-Event ist zeitlich passend dazu ja sehr gut angesetzt. Eine eigene Fakultät für Informatik entspricht durchaus der Bedeutung der Informatik als Problemlösewissenschaft zur Lösung der komplexen Probleme der gegenwärtigen Informations- und Wissensgesellschaft. An der TU Wien sind wir inzwischen die größte Fakultät bezogen auf die Zahl der Studierenden. Fast ein Viertel der Studierenden der TU Wien studieren an unserer Fakultät. Der Anteil der Professoren ist leider etwas weniger, aber auch dort sind wir inzwischen die drittgrößte Fakultät geworden. Und was ganz wichtig ist, wir sind großartig positioniert und anerkannt, sowohl innerhalb der Technischen Universität Wien, aber vor allem auch, und das ist uns ja eigentlich noch wichtiger, auch international. Innerhalb der TU Wien haben wir die meisten Studienabschlüsse, wir haben bezogen auf die Forschung die meisten wissenschaftlichen Publikationen, wir sind ausgesprochen drittmittelstark, was ja heißt, dass wir sehr gut im Bereich der Forschungsförderung sind und mit der Industrie und Wirtschaft kooperieren. International gesehen sind wir unter den Top 10 Universitäten in Informatik in Europa und weltweit gesehen sind wir unter den besten 100. Ich denke, das ist ein schöner Erfolg und das ist auch die Positionierung, die wir anstreben. Um nur zu zeigen, wie sehr wir international verankert sind, jetzt im Sommer 2014 wird es an der Technischen Universität Wien, an unserer Fakultät, den International Summer, Vienna Summer of Logic geben, eine der größten und renommiertesten Konferenzen im Bereich der Logik und Computational Logic wird hier stattfinden. Ihre Fakultät ist also eine starke, national und international sichtbare Forschungs- und Ausbildungsstätte. Und ich denke, Sie als unsere Alumni können stolz sein auf die Fakultät, an der Sie einmal studiert haben. Was uns als Fakultät in dieser Situation besonders wichtig ist, das ist jetzt die Intensivierung der Beziehung zu unseren Absolventinnen und Absolventen. Warum? Naja, ganz klar, die Alumni und die Alumne, ich verwende jetzt trotzdem die weibliche Mehrzahl, die Alumne, sind Aushängeschilder der Fakultät nach außen. Über sie als unsere Absolventinnen und Absolventen werden wir sichtbar. Über sie entfalten wir vor allem unsere Wirkung draußen in der Gesellschaft. Und ihre Erfahrungen sind auch wichtig für uns. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, den Informatik-Alumni-Club innerhalb des TU Wien Alumni-Clubs ins Leben zu rufen. Und ich freue mich ganz besonders, dass es gelungen ist, Herrn Professor Werner Burgerthofer von unserer Fakultät als Präsidenten dieses TU Wien Informatik-Alumni-Clubs zu gewinnen. Herzlichen Dank für dein Engagement und deinen Einsatz. Und dieser heutige Homecoming-Event ist eben der Startpunkt der Intensivierung der Beziehung zu unseren Alumni,
aber das soll natürlich weitergehen. Meine Bitte, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie uns verbunden, gehen Sie auch weiterhin ein Stück gemeinsamen Wegs mit uns. Für heute aber wünsche ich Ihnen ein fröhliches Wiedersehen mit Ihren früheren Kolleginnen und Kollegen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit vielen Bekannten, aber auch mit vielen neuen Gesichtern. Danke. Danke. Ich habe mittlerweile Meldung bekommen, dass über 520 Leute tatsächlich erschienen sind. Wir haben damit wirklich nicht gerechnet. Jetzt hoffen wir natürlich, dass von diesen 520 recht viele neue Mitglieder werden heute. Da fragt man sich, da steht auf dem Zettel, man zahlt 39 Euro im Jahr, was bekomme ich denn dafür? Nun, das kann man natürlich auch anders sehen, das sind 3,25 Euro pro Monat, das ist nicht viel. Und viele Leute argumentieren dann mit Dingen wie, naja, sie kriegen einen monatlichen Newsletter mit Angeboten wie Events, Stellenangebote, News, Weiterbildungsangebote, ein Absolventinnenmagazin mit Informationen über die TU, einen persönlichen Bereich auf der TU-Alumni-Plattform, Vergünstigungen für Dinge wie den TU-Ball, das TU-Orchester, Museen, die TU-Career-Center und so weiter und den Besuch attraktiver Veranstaltungen, diverse Events, Informationstagungen mit Wirtschaftsplanern, Sonderführungen im MUMOK, Vorträge etc. Der Hauptzweck des Mitgliedseins sollte aber sein, dass Sie für die anderen Leute erreichbar sind, dass Sie die Beziehung hier, die Kommunikation untereinander aufrechterhalten können. Die Kommunikation untereinander und die Kommunikation mit uns. Sie können mir glauben, es war eine Horrorarbeit, die Aussendung für diese Veranstaltung zu organisieren, wo wir überall versucht haben, Adressenlisten, E-Mail-Listen herzukriegen, die möglichst treffgenau die richtige Klientel trifft. Das ist ganz was Schwieriges gewesen und ich habe von vielen gehört, dass sie nur über Umwege davon erfahren haben. Also das, würde ich glauben, ist eigentlich der Hauptzweck hier. Wir sind heute leider gewohnt, viele Dinge gratis über das Internet zu beziehen, insbesondere wenn es sich um Dinge wie Informationen oder Kontakte oder soziale Netzwerke handelt. Qualitativ gute Aufbereitung kostet aber leider Arbeit und Geld. Die Arbeit, die können wir bieten mit hochmotivierten, freiwillig arbeitenden Mitarbeitern hier an der TU. Die Motivation derer korreliert aber natürlich auch mit dem Erfolg, den die einfahren. Und Erfolg, dazu gehört auch der Mitgliederstand. Und dann kommt dazu, manche Dinge kosten leider auch Geld und auch die müssen irgendwie beglichen werden. Und dass man dann die Freiwilligen, dass die dann aus ihrer Privattasche dann auch noch das Geld zahlen, das ist irgendwie einzusehen, dass das nicht ist. Tatsächlich ist es aber so, und das ist eigentlich meine Lieblingssichtweise, dass so eine Mitgliedschaft, so ein Beitrag, den man da leistet, wie ein Los in einer Lotterie ist. Wenn Sie ein Los kaufen, dann rechnen Sie zu, weiß ich nicht, 90%, 95%, 99%, je nachdem wie realistisch Sie sind, damit, dass Sie nichts gewinnen. Und wenn Sie gewinnen, dann muss Ihnen klar sein, dass die Gewinnerwartung negativ ist. Die Leute, die gewinnen, mal der Höhe der Gewinne, ist niedriger als das, was alle eingezahlt haben. So ein Gewinnspiel kann nicht anders funktionieren. Beim Alumni-Club funktioniert es aber anders. Denn das Los, das Sie hier kaufen und das Mitgliedsbeitrag heißt, das kann für viele von Ihnen durch die richtigen Kontakte, die Sie hier erhalten, zu einem nicht in Geld aufwiegbaren Gewinn werden. Und ich bin überzeugt, wenn man alle Profite, monetär oder nicht monetär, die heute durch das Zusammenkommen hier entstehen, so ist das ein Vielfaches dessen, was ein entsprechender Mitgliedsbeitrag hier gekostet hätte. Also die Gewinnerwartung ist hier deutlich positiv und dann dürfen Sie noch was nicht vergessen, noch ein Unterschied zu einem Lotterielos, den Mitgliedsbeitrag können Sie von der Steuer abschreiben.
Mit dem Abschluss des Studiums an der TU Wien haben Sie sich letztlich einen Stempel TU Wien selbst aufgesetzt, einen Stempel bekommen. Sie sind ein Repräsentant der TU Wien, ob Sie wollen oder nicht, wo immerhin Sie gehen, was immer Sie machen. Einmal TU Wien, immer TU Wien. Das ist mehr als ein Spruch, den wir da auf die Zettel geschrieben haben. Das ist Tatsache. Wir haben vorhin gehört, dass Sie stolz sein dürfen, auf unserer TU zu sein, auf unsere TU zu sein. Seien Sie es doch. Deklarieren Sie die Zugehörigkeit zu Ihrer Universität. Und um Sie noch ein bisschen mehr zu motivieren, haben wir hier den geschäftsführenden Präsidenten des TU-Alumni-Verbandes, Professor Hans-Georg Jodl, der auch eine kurze Begrüßung und vielleicht Motivation hier mithelfen wird. Meine Damen und Herren, danke. Danke, Herr Burgerthofer. Ich werde mich sehr kurz halten. Der Herr Dekan hat gesagt, 45 Minuten mehr darf ich nicht überschreiten. Also keine Sorge, ich werde es nicht ganz einhalten. Es ist wirklich ein Riesenevent. Als sozusagen gesamtgeschäftsführender Alumni-Präsident, es gibt ja auch noch einen echten Präsidenten. Das ist also der Verbundgeneral, der Herr Anzengruber aus der Wirtschaft, und ich bin also für die TU sozusagen geschäftsführend. Das ist meine Funktion. Seit etwa 2 Jahren und wie schon erwähnt, ich glaube, Sie haben das erwähnt, ist der Alumni-Betrieb in Österreich, sage ich mal, nicht überragend im Vergleich zu Stanford oder irgendeiner anderen Universität, Berkeley zum Beispiel, sicher nicht vergleichbar. Allerdings hat sich in den 2 Jahren doch schon einiges getan. Das sehe ich auch als meine Bestimmung. Erstens, dass Sie alle Mitglieder werden des Alumni-Clubs, damit die Einnahmen des Alumni-Clubs steigen. Dann können auch entsprechende Buffets und Getränke serviert werden. Weil irgendwoher muss das ja kommen. Also der Alumni-Club sponsert natürlich die Töchter, wenn ich das so sagen darf. In Wahrheit traue ich mir ja da eigentlich kaum hereingehen, weil als Bauingenieur ist es ja da unter so vielen Informatikern, bin ja völlig fehl am Platz. Fühle mich aber trotzdem wohl, weil auch im Bauingenieurwesen, das ja sehr konservatives, erdiges Geschäft ist, ist ja heute ohne Informatik nichts mehr zu machen. Und im Übrigen die Botschaftsfunktion, die hier angesprochen wurde, Sie sind alle Botschafter der TU Wien und natürlich auch der Informatik. Also jeder Einzelne repräsentiert nach außen, und das ist das Ziel des Alumni-Gedankens, die TU Wien und ihre Organisationen nach außen. Ich bin Europäer, Österreicher, Wiener und Floridsdorfer. Das kann man niemand nehmen, ganz egal unter welcher Flagge oder welcher Hymne. Man muss einen Stahlgeruch repräsentieren können. Also ich kann Ihnen nur zu diesem Event gratulieren. Bis dato waren es nur 3 Fakultäten, die sehr Alumni-affin agiert haben, und in diversen Gesprächen, der Herr Steinert ist da sicher der Motor, ist jetzt die Informatik, und das verdient sie auch, als stärkste Fakultät, als kopfreichste Fakultät, der 4. Motor dazugekommen. Das heißt, von 8 Fakultäten sind schon 4 im Alumni-Boot. Jetzt müssen wir nur die anderen 4 ein bisschen überzeugen. Je mehr Beispiel das macht, desto besser Schule. Ich darf Sie bei der Gelegenheit gleich einladen, und dann bin ich schon fertig. Im Juli, am 3. Juli, veranstalten wir eine der wenigen Gelegenheiten, als Gesamt-TU aluminatisch aufzutreten, einen Drachenboot-Cup auf der Alten Donau. Wer also gerne rudert oder trommelt, sei da herzlich eingeladen, oder auch nur dann beim anschließenden Grillfest mit dabei zu sein. Ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute für diesen Event. Ich hoffe, ich habe die 45 Minuten nicht überzogen und freue mich schon, dass wir uns vielleicht des Öfteren bei diversen Gelegenheiten sehen, und lade Sie herzlich ein, Mitglied des Alumni-Clubs zu werden. Sie sind ja Doppelmitglied. TU-Alumni-Club, Informatik-Alumni. Danke. Danke. So, jetzt müssen wir auch noch was bieten. Wir bieten Ihnen heute eine ganz einfache Möglichkeit beizutreten. Sie haben die Formulare vor sich liegen. Und wenn Sie dieses Formular heute abgeben, draußen in die rote Box werfen, dann verlosen wir um 8:30 5 Leute, die für das erste Jahr keinen Beitrag zahlen müssen.
So. Sollte Ihnen also im Laufe der weiteren Veranstaltung, die wir eher nicht zu lang halten wollen, langweilig werden, wissen Sie, was Sie tun können. Jetzt kommen wir zum Hauptteil unserer Veranstaltung heute. Wir haben 5 sehr spezielle Gäste hier eingeladen und wir haben Gerald Futschek, Professor Futschek, gefunden, der mit diesen 5 Leuten ein Interview, ein kurzes Gespräch hier halten wird. Vorstellen wird sie Gerald Futschek selber. Auf jeden Fall darf ich Ihnen schon versprechen, im Sinne unseres Mottos für heute, Einblicke in die Informatik von damals und heute. Gute Unterhaltung. Schönen guten Abend. Wir haben heute eine illustre Runde hier, die meisten von Ihnen zumindest den einen oder anderen gut kennen müssten. Alle sind Vortragende. Und zwar bekannte, legendäre Vortragende hier an der TU Wien in der Informatik. Und alle haben hier studiert. Alle sind Alumni der TU Wien. Und soweit es gegangen ist, auch Absolventen des Studiums Informatik. Ich darf also der Reihe nach hier aufrufen, wie Sie hier hinten sitzen. Ich darf zuerst Peter Burgerthofer herausbitten. Er ist der Jüngste sozusagen. Ist jetzt Professor am Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung, beschäftigt sich mit Design und hat schon viele Preise für Lehre bekommen. Also alle, die hier herauskommen, kennen die Situation überfüllter Hörsäle, nicht? Das ist. Als nächstes in der Reihe ist Paul Tavolato. Paul Tavolato. Hat selbst 1973 zu studieren begonnen, war Universitätsassistent bei Professor Brockhaus von 78 bis 84, aber er ist uns lange erhalten geblieben als Vortragender, als Lehrender hier an der TU Wien bis 1995, war dann selbstständig und ist jetzt an einer Fachhochschule, nämlich in St. Pölten, Fachhochschulprofessor. Die nächste in der Reihe, Professor Gerti Kappel. Sie hat hier an der TU studiert, aber auch auf der Uni Wien. Sie hat ja 2 Studien abgeschlossen, nämlich sowohl die Informatik als auch die Betriebswirtschaft. Wirtschaftsinformatik. Danke. War dann Assistentin an der Uni Wien, ist berufen worden nach Linz. 93 war das und 2001 zu uns und ist jetzt Professorin für Wirtschaftsinformatik hier bei uns an der TU Wien. Der nächste ist Rupert Nagler. Rupert Nagler steht im Programm, war der erste Absolvent. Eigentlich stimmt das, glaube ich, nicht ganz. Du warst im ersten Jahrgang, der begonnen hat. Und du warst mein Kollege, Assistentenkollege bei Professor Barth. Dann in der Privatwirtschaft, ich kann mich noch an Biller erinnern. Und schließlich bist du selbstständig tätig gewesen. Noch immer. Und noch immer. Ja, man geht nicht in Pension als Informatiker. Ne? Und der 5. im Bunde ist Helmut Schauer.
Ich glaube, ich brauche ihn nicht vorzustellen, nicht? Für den Block links oben, sage ich. Er war schon da an der TU Wien, bevor es die Informatik gegeben hat. Darum hat er auch nicht Informatik studieren können. Aber er hat dazu beigetragen, dass die Informatik hier etabliert wurde. Und er hat seit dem Beginn, seit 1970, bis zu seinem Ruf an die Universität Zürich 1988, praktisch den Großteil der Einführungslehrveranstaltungen für Informatik hier alleine gehalten und ist bis heute, das muss man sagen, das wissen vielleicht weniger hier erinnern, noch immer Lehrbeauftragter bei uns hier an der TU Wien und hält noch heuer, weiß ich, noch eine Lehrveranstaltung hier. Also es müssten ihn auch jüngere Jahrgänge hier sehr gut kennen. Gut, dann ich soll euch. Ich soll euch hier Fragen stellen und vielleicht fange ich mit dem Helmut Schauer gleich an, weil historisch gesehen, vielleicht kann er uns ein bisschen was sagen, wie es überhaupt zu dem Informatikstudium gekommen ist. Ja, es war damals eigentlich der Zug der Zeit, Rechenmaschinen, Rechenzentren hat es gegeben, allerdings mit sehr großen Rechnern, sie hießen auch Großrechner, haben einen ganzen Hörsaal für sich beansprucht, einschließlich Klimatisierung. Und eine sagenhafte Speicherkapazität von 32K. Also, es war eine IBM 7040 damals. Professor Stetter wurde als Leiter dieses Rechenzentrums und als Professor für numerische Mathematik berufen aus München. Und in Deutschland gab es ja ein Jahr schon früher Informatik als hier in Österreich. Und damit war also die Idee, Informatik als Studium einzurichten, naheliegend. Es gibt ein paar Fotos, ja, oder? Ja. Bitte darum. Ja. Es war unter der Ägide von Hertha Firnberg, damals als junge Wissenschaftsministerin und damals noch Bundeskanzler Klaus, später dann abgelöst von Kreisky, wo ein Bundesgesetz für technische Studienrichtungen eingerichtet wurde. Und es gab nach meiner Empfindung, nach meiner Wahrnehmung zwei Proponenten, die sozusagen die Gründungsväter der Informatik waren. Da gibt es ein Foto. Das eine, mein ehemaliger Chef, eben Professor Stetter, der, also ich erinnere mich mal, klammheimlich sich ins Fäustchen gelacht hat, weil er schlau eine Zugsfahrt mit der damaligen halt, Wissenschaftsministerin, mit Hertha Firnberg, genutzt hat, um die Idee des Informatikstudiums zu verbreiten. Und es war Heinz Zemanek, von dem gibt es auch ein Bild, sozusagen damals ja die Symbiose. Stetter kam von der Mathematik, also von den Naturwissenschaften, Zemanek von der Elektrotechnik, von den Ingenieurwissenschaften. Und Zemanek hatte schon etwas früher dem Bundeskanzler Klaus nahegelegt oder so einen Privatunterricht gegeben,
was Computer sind und wie wichtig die wären. Und aus dieser Symbiose ist Informatik in dieses Bundesgesetz der technischen Studienrichtungen aufgenommen worden. Wir hatten dann eine Studienkommission gegründet, das war auch eine Novität. Und innerhalb dieser Studienkommission ich war Mitglied dieser Studienkommission, ich war damals Assistent bei Stetter, war ich einfach man könnte es optimistisch sagen, richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, wie die Frage aufgetaucht ist, sind wir in der Lage, Grundvorlesungen bereitzustellen? Hat man mich gefragt, habe ich gesagt, ja. Und so hat es angefangen. Ne? Wir haben dann ein herrliches Symposium organisiert, um die Informatik also irgendwie auf Fundamente zu stellen und um uns abzusichern, dass da auch die richtigen Inhalte gelehrt werden. Und darüber gibt es in der hiesigen Bibliothek immer noch einen Band, von dem ich da das Titelblatt kopiert habe. Und da waren also zum Beispiel auch ein Paper von Zemanek drinnen, das sollte das nächste Bild sein, und von einem englischen Professor von Lasky. Lasky hat behauptet, was damals gar nicht so selbstverständlich war, es gibt eine Wissenschaft der Informatik, nicht? Es existiert, also seine Message war, there is a science of informatics, nicht? Und Zemanek hat den Faust zitiert, dass also dort, wo Begriffe fehlen, sich das Wort Informatik zur rechten Zeit einstellt. Es war damals ja neu und eigentlich ein Kunstwort. Es war im Französischen und auch im Russischen gängig. Und so hat die Studienrichtung den Namen Informatik bekommen. Naja, und dann ging es bergauf oder wohin immer. Und es gab dann die ersten Studierenden und auch kurz danach die ersten Absolventen. Ja, danke. Danke für die Klarstellungen, was damals geschah. Das wissen ja nicht mehr sehr viele. Ne? Und ich denke, hier sollten wir am Podium auch miteinander reden und man kann sich bei den Themen auch können sich mehrere beteiligen. Ich denke, du hast das Stichwort schon gegeben, dann sind die ersten Studierenden gekommen, nicht? Und einer der ersten war der Rupert Nagler. Und eigentlich ist die Frage, wenn man jetzt ein neues Studium gibt, wieso interessiert man sich für etwas, was es noch nie gegeben hat? Ja? Also wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, Informatik zu studieren? Es war durchaus dubios, nicht? Ich bin damals orientierungslos auf der Technik herumgeschwirbt als Matura-Absolvent. Dann war ich beim Bundesheer, bin ordentlich sozusagen diszipliniert worden. Und dann sehe ich da, also, wie es da wild zugeht eigentlich. Nicht? Ich bin damals im Hauptgebäude einen dunklen Gang entlang gegangen. Und da sind am Boden sind Zetteln gelegen, dass es eine neue Studienrichtung gibt, Informatik. Ja? Ich wollte nämlich eigentlich Elektrotechnik studieren. Aber dann habe ich mir gedacht, na, Informatik, interessant und so. Habe ein bisschen dann so mich umgehört, habe mir gedacht, naja, das ist etwas ganz Kleines und Feines vielleicht. Nicht? Da sind vielleicht nur 2-3 Leute, wenn das anfängt. Nicht? Das ist vielleicht spannend. Ne? Ja, und dann habe ich halt letztendlich diese Studienrichtung gewählt und muss sagen, bin eigentlich recht froh, dass ich das gemacht habe. Ich bereue es nicht, denn ich habe ja etliches von da mitgenommen. Nicht? Also ich habe was gelernt, ich habe meine Frau hier kennengelernt, die Ilse Nagler.
bin durchaus dankbar für das, was ich hier mitbekommen habe. Und also es ist ja ganz toll, dass ich das jetzt so wieder hier erlebe, alles gedrängt, ein Chaos, unglaublich viel Leid. Das hat eigentlich so dann eigentlich mein Ende meines Studiums dann meine Assistententätigkeit hier begleitet. Ne? Das war einfach wirklich eine ziemlich überlaufene Sache. Ne? Und wir mussten halt damals auch mit hausbackernen Methoden diesen Massenansturm irgendwie in den Griff bekommen, nicht? Und eine der Hauptaufgaben war ja dieses wunderbare EPRAG, nicht? Das Einführung in das Programmieren, das war also eine herrliche Veranstaltung. Da hat man das im Wesentlichen üben können, und zwar mit Lochkarten. Ja? Und diese Locher waren immer kaputt oder man musste sich anstellen. Es waren auf jeden Fall unglaublich viele Leute. Da hat es Übungsgruppen, hätte es dazu geben sollen, nicht? Und das sind am Anfang war es ja locker, da waren so 100 Leute, ne? Dann waren 200 Leute, dann waren 300 Leute und irgendwann einmal war es dann so, dass man den Studenten eigentlich nicht mehr helfen konnte, weil wir so wenig Assistenten damals waren. Und da ist uns dann eingefallen, dass man eigentlich die älteren Studenten dazu bringen könnte, dass sie den Jüngeren was beibringen. Anders geht es halt nicht. Und dann war wieder die Hertha Firnberg maßgeblich, der konnten wir damals einreden, dass es also durchaus sinnvoll ist, eben um Informatik zu studieren, macht es auch durchaus Sinn, dass man das jemandem einmal beigebracht hat. Nicht? Und dann haben wir eine kurze Lehrveranstaltung, Didaktik für Informatiker, aus dem Boden gestampft, war zweistündig, anrechenbar natürlich, wunderbar. Und dann haben also diese Studenten nach einer Blitzausbildung im Pfarrheim in Mattersburg, ja, da haben wir ein bisschen so Gruppendynamik gemacht und halt ein bisschen so ein paar didaktische Prinzipien halt erklärt und das geübt, wechselseitig, mit Kassettenrekordern, herrlich. Ja. Und das hat dann wunderbar funktioniert. Also die haben dann so 3-4 Jahre hindurch eigentlich blendend dann also den Lehrbetrieb eigentlich aufrechterhalten. Sonst wäre es eigentlich nicht gegangen. Ja. Ja, eine spannende Zeit. Also das Schöne damals, was ich von damals mitnehme, ist, dass man eigentlich alles noch selber machen konnte. Man konnte alles in den Griff bekommen. Es hat auch wenig Regulationen gegeben. Wenn uns was eingefallen ist, dann haben wir es machen können eigentlich. Ne? Das war das Schöne. Ja, okay. Okay, danke. Paul, du hast ja wenig später begonnen mit dem Studium. Wie bist du zum Studium gekommen? Ja, also es ist relativ ähnlich gewesen. Also ich bin auch so als Maturant vom Steirischen Land nach Wien gekommen. Habe nicht gewusst, was ich tun soll. Bin irgendwie auf der Technik herumgeirrt und habe dann die Formulare ausgefüllt, um Mathematik zu studieren. Dann habe ich mich angestellt an der Evidenzstelle. Dort war eine lange Schlange von Erstsemestrigen und vorne am Schalter saß, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, ein gewisser Herr Kolowratnik. der dort also auch fürchterlich getobt hat. Ja, also der hat die alle, heute würde man sagen, zur Sau gemacht. Ja, also, wenn sie kein Formular ausfüllen können, dann brauchen sie gar nicht studieren. Und ihnen fällt da noch was und da noch eine Beglaubigung. Und ich war schon ziemlich eigentlich sehr heiß drauf. Ich habe gedacht, der könnte auch ein bisschen freundlicher sein. Und wie ich dann drangekommen bin, hat er meine Formulare durchgeschaut und hat dann missmutig gemeint, also sie müssen jetzt eine Zusatzprüfung aus DG machen. Und ich war ein bisschen verstört und habe gesagt, nein. Einfach aus Protest, ja. Ich wollte eigentlich irgendwie nur protestieren. Daraufhin hat er kurz aufgeschaut und hat gesagt, na, werden sie aber müssen, ne? Und ich habe gesagt, nein, mache ich ganz sicher nicht, ne? Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, das zu umgehen? Daraufhin hat er mich wieder angeschaut und hat irgendwie gesagt, nein. Außer Sie studieren was anderes. Da habe ich gesagt, wunderbar, machen Sie einen Vorschlag. Und in dem Moment habe ich das Wort Informatik zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Nach einem Monat habe ich schon gewusst, das ist okay. Das ist ein sehr guter Vorschlag gewesen. Also nichts gegen den Herrn Kolowratnik. Ja.
Das ist ganz außergewöhnlich. Es war ja am Anfang auch nicht so leicht für die Institute und für die Lehrenden. Jetzt haben wir noch nicht gesagt, aus was bestanden die Institute? Wer war überhaupt da und wie hat man gelebt? Vielleicht, Rupert, vielleicht kannst du sagen, wie das... Ja. Naja, es hat natürlich das Städter-Institut gegeben und den für uns der Urvater, der Helmut Schauer, nicht? Der war mal zu Hause sozusagen, das war die Heimat der Informatiker, der war es auch gemütlich und so, das hat man hat die Dinge auch verstanden, die er erzählt hat. In anderen Veranstaltungen war es nicht so, also ich zumindest habe es nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall hat es dann gegeben, natürlich im Laufe der Zeit, dann den strengen Kuich, ne? Ja. Ja. Mit den formalen Sachen, die ich aber muss sagen, eigentlich ja schon sehr schätzen gelernt habe. Das war das Institut für formale Sprachen. Ja. Dann hat es noch gegeben das Institut für, naja, das war erst zu meiner Zeit, wie ich dann schon Assistent war, die praktische Informatik natürlich, ja, mit dem Herrn Barth, ja, wo du ja auch dann letztendlich dabei warst. Dann haben wir das Institut vom Herrn Brockhaus gehabt. Wie hat das geheißen? Informationstechnik, ja, genau. Ja, und ansonsten haben wir natürlich sehr viele Dinge, Kerner. Auch der Kerner, genau, ja. Der hat uns immer erzählt, wie gut es in Amerika ist, genau. Ja. Und, aber am Anfang war es schon so, dass wir sehr viel eigentlich von anderen Studienrichtungen so mitbelegt haben halt. Ich kann mich erinnern, ich selber, nachdem dieses... du hast ja ein Foto von deinem Zimmer mitgebracht. Das war mein Paradies, ja, mein Paradies. In das sogenannte Goldene Lamm war das. Das gibt es ja jetzt noch. Das war aber früher, das wissen vielleicht nicht alle, war früher ein Stundenhotel. Und das hat damals dann gerade die TU angekauft und ich war der Erste, der dort einziehen durfte. Ich habe also eine wunderbare Wohnung dort gehabt, sogar mit Dusche und im Sommer war es einfach traumhaft. Ja? Also das sieht man ja. Die Bäume sind jetzt nicht mehr so schön, habe ich gesehen, erst kürzlich. Ja. Auf jeden Fall, dort war mein Exil eigentlich, so am Ende meiner Assistententätigkeit, wie ich mein Disk geschrieben habe. Da konnte ich mich manchmal zurückziehen. Ja, da sieht man noch wunderbar, genau. Hier dieses, das war ein Texas Instruments Kastel, wo man mit Magnetkassetten so Programme eingeben konnte. Das war sozusagen ein fortgeschrittener Locher. Ja. Genau. Aber es war dort wirklich sehr, sehr gemütlich, das muss ich schon sagen. Ja. Aber wie gesagt, irgendwann einmal habe ich mir dann doch gedacht, ich muss euch da den Rücken kehren und habe mir dann gedacht, ich mache mal was außerhalb. In der Industrie. Aber das war schon eine sehr schöne Zeit. Ja, das muss man schon sagen. Wunderbar. Ich weiß nicht, ist jetzt auch noch so viel Eva dort? Glaube ich nicht mehr, oder? Nein, ist nicht mehr so. Nein, ich habe es ja damals noch gegossen selber. Ja. Okay. Paul, du warst der Studienrichtungsvertreter, nicht? Ja, lange Jahre. War auch manchmal schwierig am Anfang, insbesondere also außerhalb der TU, weil also nicht nur ich habe das Wort Informatik nicht gekannt, es war ja dann allgemein auch nicht sehr bekannt. Ich habe dann halt ein bisschen herumgesucht, ich war einmal als Vertreter der Hochschülerschaft bei einer Maturantenberatung. Das war so eine Veranstaltung, so ähnlich wie da, Saal vielleicht ein bisschen kleiner, aber auch sehr, sehr viele Maturanten, auch mit Eltern. Und die von den verschiedenen Studienrichtungen der Fakultät, glaube ich, wurden da halt immer so kurze Vorträge gehalten, was man alles studieren kann. Und dann habe ich halt ein bisschen was über Informatik erzählt und dann ist irgendeiner da, ich glaube, es war einer der Eltern, ein älterer Herr, auf mich zugekommen und hat mir halt versucht zu erklären, dass das völlig nutzlos ist, das Studium. Ja? Das braucht man überhaupt nicht. Das ist völlig Ding. Ich habe ihm dann versucht, so ein bisschen abzuwählen und so und habe gesagt, das können wir anders mal diskutieren, ich glaube das nicht. Er hat mir am nächsten Tag sofort einen Brief geschrieben, den habe ich noch gefunden. Ja, und also ich werde ausschnittsweise da vorziehen, also ich beziehe mich auf unser gestriges Gespräch anlässlich der Maturanteninformation. Und möchte Ihnen mitteilen, es existiert tatsächlich keine einzige Stelle in der Wirtschaft, für die eine Informatikausbildung ein Muss ist.
Andererseits räume ich jedoch gerne ein, dass um Arbeitslosigkeit in dieser Berufsgruppe zu vermeiden, eine Reihe von Planstellen auch in der Hoheitsverwaltung und im Bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung und bei den Sozialversicherungsträgern bevorzugt mit Informatikern besetzt werden. Dies geschah meines Erachtens nach einschließlich aus Beschäftigungspolitik und nicht aus Gründen der besonderen Anforderungen in qualitativer Sicht. Welches Jahr? 10.03.1987. 78, Entschuldigung, 78. Das ist jetzt schon das Alter. Aber jetzt wollen wir einen Sprung machen in der Zeit. Und ich denke, eine sehr heiße Zeit war ja die Zeit der Informatikproteste. Und da haben wir auch einige hier, die etwas dazu sagen können. Helmut, vielleicht du? Naja, das ist aus der Computerwoche eine Pressemitteilung. Etliche von euch werden ja dabei gewesen sein, die anderen werden es vom Hörensagen kennen. Es gab einen, also ist das Problem war, Informatik ist gewachsen und gewachsen. Und von der Anzahl der Studierenden sind immer mehr geworden, aber unsere Ressourcen waren konstant minimal. Und irgendwann mal ist uns der Kragen geplatzt, das war 85, und wir haben gestreikt, nicht? Und haben gefordert, mehr Räume, mehr Planposten, mehr Professoren, mehr Assistenten und auch mehr Computer. Vor allem die Argumentation, Informatik braucht Computer, war einfach genug, sodass sie auch die Kronenzeitung als Schlagzeile transportieren konnte. Das war sehr wichtig. Also Informatiker brauchen Computer und haben keine, daher streiken sie. Dann gab es von Seiten des Ministeriums das Gegenargument, ihr wollt Räume, ihr wollt Personal und ihr wollt Computer, aber wo stellt ihr die Computer hin? Ihr habt ja keine Räume. Wo bringt ihr das Personal unter? Ihr habt keine Räume. Oder auch umgekehrt, man kann das beliebig rotieren und sagen, wozu braucht ihr Räume? Ihr habt eh kein Personal und dergleichen. Also das war also dann einer unserer Flugzettel. Wir brauchen Räume. Inzwischen war die Hertha Firnberg weg. Und Heinz Fischer, unser jetziger Bundespräsident, war damals Wissenschaftsminister. Und der und zwei seiner Beamten waren also unsere, ich will nicht sagen Feindbilder, sondern Gesprächspartner von Seiten des Ministeriums, nicht? Und um halt mit Nachdruck unsere Forderungen zu dokumentieren, haben wir Aktionen gemacht. Nicht? Und da gab es ein paar ganz signifikante. Wir haben besetzt, nicht? Zum Beispiel das Bohrhaus. Man erinnert sich mit gutem Erfolg, nicht? Inzwischen gehört es der Informatik. Wir haben auch das Funkhaus in der Argentinierstraße besetzt. Wir haben eine Regierungsklausur fast zum Erliegen gebracht. Und immer waren meine Studenten mit von der Partie. Ne?
Also der typische Ablauf einer solchen Aktion war der, dass nach meiner Vorlesung, die war zwischen 10 und 12 im Audimax, ne? Audimax am Getreidemarkt, 600 Studis, gerammelt voll, haben wir gesagt, jetzt nach der Vorlesung, was besetzen wir heute? Ne? Also erinnerlich zum Beispiel ist mir die Sache im Funkhaus, Argentinerstraße. Also das ist ja... Das ist ja ganz witzig. Das ist im Fridolin, nicht? Dem Bitverwurstler, also dem damaligen Studentenmagazin. Ist das mehr oder weniger die generische Presseaussendung, die für jede dieser Aktionen Gültigkeit hatte. Man brauchte nur anhaken, was wir gerade besetzen, was wir dort getan haben, wer daran beteiligt war. Nicht? Und also ich greife eins raus, weil es mir also wirklich gut in Erinnerung ist. Es war eine gute Aktion, um 12 nach meiner Vorlesung mit den Studis in die Argentinerstraße ins Funkhaus. Nicht? Also ist ähnlich wie jetzt, wenn ich sage, gehen wir das Funkhaus besetzen, geht ja nicht jeder mit. Nicht? Aber doch von den 600 sind vielleicht 200 mitgegangen. Nicht? Die anderen haben sich verdrückt. Und nur 200 Leute so auf der Straße sperren auch den Verkehr ab. Ne? Sind wir marschiert, also ich war dann halt notgedrungen die Galionsfigur vorne weg, nicht alle anderen hinter mir. Und wir sind in der Argentinerstraße ins Funkhaus hinein. Der Portier hat geglaubt, das ist eine Exkursion. Nicht? Und wie so die ersten 50 drinnen war, ist ihm komisch vorgekommen und er hat telefoniert und nach 100 hat er die Türe zugesperrt und gesagt, der Intendant verbietet sich das. Nicht? Und der Intendant, das war damals der Zwaroch, der Vater von der ORF-Reporterin, die jetzt noch, ich glaube, in Paris oder wo, tätig ist. Und hat die Polizei verständigt, klarerweise. Ne? Und die Polizei ist immer gekommen mit so Mannschaftswagen und da waren halt die kräftigen Polizisten mit den Gummiknüteln und einem Offizier. Und den Offizier kannte ich schon von diversen anderen Events und er kannte mich. Und es war jedes Mal, das wissen wahrscheinlich nur ganz wenige, aber ich habe das auch noch nie öffentlich erzählt, aber es war interessant. Ich habe immer mit diesem Offizier ein Abkommen getroffen. Der Offizier übrigens so richtig mit Gold und Rot und vielen Sternen und so, war Akademiker und hatte Verständnis für unser Anliegen. Aber natürlich auch seine Spielregeln. Und ich habe ihm immer in die Hand versprochen, ich habe gesagt, wir machen einen Deal. Er lässt seine Bullen in den Mannschaftswagen drinnen und ich verspreche ihm in die Hand, die Studis sind lauter liebe junge Leute, die folgen mir. Ja? Und ich garantiere dafür, dass nichts passiert. Ne? Jetzt war das im Funkhaus natürlich kritisch, weil die hatten gerade dieses Mittagsjournal, nicht, das es heute noch gibt. Und die Idee, Studenten sind ja gerne erfinderisch, war auf Sendung. Nicht? Wir wollen auf Sendung. Und das wäre natürlich für die Polizei der Startschuss gewesen, einzugreifen. Und also ich habe dem in die Hand versprochen, ich habe die so weit im Griff, nicht? Wir gehen nicht auf Sendung, aber lasst es am Gang ein bisschen herum. Und so ist es gekommen. Aber das Gute war, die
am Gang, nicht? Da waren halt 100 Studis oder mehr und rechter Wirbel, und da sind die Türen aufgegangen und die Journalisten vom ORF haben gesagt, was ist da los? Und sie haben gesagt, wir Informatiker brauchen Computer und die alte Leier. Und das hat zu einer ganzen Fülle von Reportagen geführt, weil so super hatten es die Journalisten noch nie, nicht? Die mussten nicht lange recherchieren. Die Aktion ist ins Haus gekommen und wir hatten also da sehr gutes Medienecho. Anders mal, das darf ich noch kurz erzählen, ganz kurz vom Bohrhaus. Das wäre fast in die Hose gegangen. Da war die gleiche Situation, wir haben das Haus, es war leerstehend, hat dem Gewerkschaftsbund gehört und war natürlich optimal gelegen, und wir haben gesagt, wir brauchen Räume, da sind sie, nicht? Und sind da wieder rein und haben so Leintücher, dieses Haus ist besetzt, beim Fenster runter und die Polizei ums Eck und der Offizier und so. Und ich habe gesagt, wir gehen da wieder raus, keine Panik, nicht? Aber 2 Stunden oder 3, nicht? Ich habe einen Termin abgemacht und musste zu einem Vortrag. Und da war noch eine Diskussion, so bin ich zu spät gekommen. Und da wäre die Polizei fast eingeschritten. Und ich konnte halt dann noch meine Studis zur Besinnung rufen. Und also der Erfolg hat uns recht gegeben, das Bohrhaus hat gehört. Bei der Regierungsklausur war es wahnsinnig kritisch. Da war ein ganzer Polizeikordon um die Börse damals und das ist eine Bannmeile, und wir sind auf der Außenseite vom Ring gestanden und gleiche Story, Polizeioffizier, haben gesagt, wir gehen da nicht drüber, nicht? Lasst uns demonstrieren außerhalb dieser Bannmeile. Auf der anderen Seite waren die Bullen, nicht? Und da war also mit so einem Megafon so ein junger Studentenvertreter, der war super Moderator, also der hätte Ö3 Moderator sein können, Einpeitscher und alles. Und plötzlich sagt er, jetzt gehen wir alle Aktien kaufen, das war die Börse, nicht? Und da stürmen alle rüber. Ja, die Polizei hat die dann aufgehört, kommt zurück, um Gottes Willen. Wir haben dann kurz umdisponiert und haben die Uni besetzt. Okay, wir haben noch 2 am Podium, die noch nichts gesagt haben. Peter, du warst doch auch Student zu der Protestzeit. Was kannst du dazu sagen? Darf ich zuerst sagen, es kommt nicht oft vor, dass ich wohl der Jüngste bin. Ich muss das genießen. Früher war das öfter. Bist du es auch gar nicht. Ja, Früher war das öfter, ich weiß auch nicht warum. Ja, ich habe 82 zu studieren angefangen, und ich muss auch ein bisschen meine Bestürzung darüber Ausdruck geben, wenn die Kollegen hier über ihre Studienwahl berichten. Bei mir war das eine ganz eindeutige Sache. Ich habe Mathematik studiert und Informatik dazu, weil eine Schulkollegin von mir, auf die ich recht gestanden bin, Informatik studiert, da habe ich dann Informatik mitbelegt. Also überhaupt nicht diese Zufallswahl oder sowas. Nein. Aber ich erinnere mich noch, dass eine der ersten Vorlesungen, die ich gegangen bin, war so eine Übungsvorbesprechung, da kam dann die Fachschaft hereingestürzt und hat gesagt, Frechheit, zu wenig Räume, und wir müssen jetzt sofort das EDV-Zentrum da oben, das war da oben, besetzen. Und ich habe mir gedacht, ja, auch nicht schlecht. Und bin mit denen da hinaufgegangen in den 5. Stock. Und dort haben wir uns dann in die Räume verteilt, und irgendwann sind wir heimgegangen. Die Kommunikation war nicht so ausgefeilt, aber es war von Anfang an klar, dass wir viel zu viele Studierende für viel zu wenig Studienplätze sind. Und so war es dann auch 1983, 84 ist es dann immer prekärer geworden. Da gab es dann eine Übung, da war so das Gerücht, dass wenn man nicht mit dem Schlafsack den Abend vorher sich auf die Stiege legt dort und schlaft dort, dann bekommt man keinen Übungsplatz. Ich hatte ein Glück, dass ein Freund mich mit angemeldet hat, der das auf sich genommen hat. Und 85 ist das dann hochgegangen, und da war ich irgendwie dann, ich war einer von denen, die da im Bohrhaus gejohlt und gehüpft haben und nicht rausgegangen sind.
Wir waren natürlich ganz zivilisiert. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja. Und vielleicht muss man noch, um noch von einer anderen Perspektive Licht drauf zu werfen, sagen, dass ja die Presse damals relativ erstaunt war darüber, dass die Studierenden streiken, nicht deswegen, damit sie nicht studieren, sondern damit sie studieren können. Das war irgendwie ein Paradoxon, das sie nicht verstanden haben. Nicht? Man muss verstehen, vorher war 78 und so die 60er Jahre haben wir bei uns erst 75 gestartet. Und da war also die Studentenbewegung, war irgendwie diese Studierfaulen und Arbeitsfaulen, die mit den langen Haaren nur protestieren gehen die ganze Zeit, damit sie nicht studieren. Und auf einmal war da eine Studentengeneration, die auf die Straße geht, damit sie studieren kann. Das war nicht ganz nachvollziehbar manchmal und hat zu recht seltsamen Schlagzeilen geführt. Und an was ich mich auch noch erinnere, ist, dass es ein ganz großes Problem mit der Presse gab. Und das war die Entführung der Achille Lauro. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, das war so ein Kreuzfahrtschiff. Natürlich gibt es nur hier rechts vorn, Kopfnicken. Ja. Das war ein Kreuzfahrtschiff, das wurde von Piraten im Mittelmeer entführt und zwar ziemlich zeitgleich mit dem Beginn des Streiks der Informatik und das hat uns sämtliche Schlagzeilen genommen. Und ich glaube, dass dieser Ankreuzel-Flugzettel, Ankreuzel-Besetzungsmeldung war auch so ein bisschen ein Ausdruck, ein kreativer Ausdruck der Frustration darüber, dass man alle möglichen Dinge besetzen kann. Ich erinnere mich auch noch an eine Vorlesung in der U-Bahn, weißt du das nicht mehr? Ich glaube, du hast in einer U-Bahn-Station eine Vorlesung gehalten oder so. Das hast du jetzt vergessen, sehr gut, ja. Genau, das weiß ich, ja, das war eine andere Geschichte. Aber dass man also für einen guten Teil dieser Aktionen keine Presse bekommen hat, weil auf der Achille Lauro ist irgendwo schon wieder was Schreckliches passiert in den Verhandlungen. Und das, also da habe ich so ein bisschen auch den Medienzirkus kennengelernt, die Rückseite davon, dass wenn man nicht pausenlos irgendwelche neuen Dinge tut und aufregende Aktionen reißt, dass man eigentlich verloren hat, obwohl man ein sehr berechtigtes Anliegen hat und ein sehr wichtiges auch noch dazu. Ne? Ja. Gerti. Eigentlich ist alles gesagt worden und also ich kann nicht so lustig sein wie der Helmut Schauer. Ja? Also ich habe meinen Helmut mitgenommen. Ich glaube, es kennen also die meisten von euch noch. Ich habe 1979 begonnen und damals hat man das noch eingefasst. Also das ist noch wirklich so, dass es ja auch gut hält. Ja. Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gehört und das ist ja ganz, also das Ende, das wir da bekommen haben, zeigt ja, dass es auch ganz wichtig ist, dass Monat, vielleicht nicht jedes halbe Jahr, nicht der, aber dass es ganz wichtig ist, dass wir aus diesem Network heraus lernen. Trotzdem will ich jetzt nicht nur in der Vergangenheit bleiben, sondern vielleicht auch ein bisschen abrunden, so Gegenwart und in die Zukunft. Und jetzt könnte man sagen, also ich bin da der Schnittlauch auf der Suppe heraus. Ne? Und jetzt kann man fragen, warum ist das so? Also meine Erfahrung der letzten 50 Jahre ist diese Formel. Ich lerne gerade mit meiner Tochter Gleichungen mit einer Unbekannten. Wir sind eigentlich nicht mehr geworden, nämlich wir Frauen. Und jetzt können wir durchzählen, 1, 2, 3, 4, 6 und so weiter. Dazu haben wir alle keine Rolle, nur damit sozusagen mit dem Finger, erhobenen Finger und zu schimpfen, sondern interessant wäre, wir haben alle Kinder. In welche Richtung entwickeln sich diese Kinder? Was können wir dazu beitragen? Oder was tragen wir dazu bei? Was tragt die Schule dazu bei? Was sagt das Elternhaus dazu bei? Und eigentlich ist es nicht verständlich, warum sich diese Formel nicht ändert. Wir tun alles Mögliche auf der TU. Unser Rektor hat einmal gesagt, also unser Ex-Rektor hat einmal gesagt, Frau Kappel, warum machen Sie das? Warum soll ich Frauen unterstützen? Ich unterstütze ja keine Theologiestudenten. Also was ich mache, Technik. Und mir ist wurscht, wer kommt. Ich will einfach nur die Besten haben. Das reicht aber heute nicht mehr. Und ich glaube, wir müssen alle irgendwie dazu beitragen, dass wir nicht eine Hälfte der Menschen
Es ist praktisch für die andere Hälfte der Menschheit. Ja? Aber wir sollten trotzdem schauen, dass also mehr Frauen auch in den technischen Bereich gehen. Wir brauchen es wirtschaftlich, wir brauchen es in der Gesellschaft. Wir machen alles Mögliche und ich werde nachher draußen auslegen. Ich habe auch meine Flugblätter, meine privaten Flugblätter mitgebracht. Wir haben so unter anderem eine Veranstaltung über Karriereplanung und Bewerbung, die ist nächsten Mittwoch am 19. März. Sind alle auch großes I, ja, alle sind dazu eingeladen, aber wir sprechen natürlich in erster Linie da auch Frauen an. Und es gibt noch vieles mehr. Zweiter Punkt. Ich bin ja da falsch vorgestellt worden, dass ich BWL studiert habe. Jetzt muss ich dahergehen, weil ich eine Folie überspringe. Na, ach so, das ist ein Mäntel. Macht nichts, das schaffen wir. Wir können einfach weiterblättern. Ich gehe zur Informatik, ja. Irgendwie werden wir es schaffen. Also, ja genau, ich habe Informatik studiert. Das muss ich auch noch sagen, warum habe ich Informatik studiert? Ich hatte keine Ahnung, ich habe 78 maturiert. Ich habe nicht mehr gewusst, wie man Informatik schreibt. Aber ich hatte eine Ahnung gehabt, perfekte Medizinerin, aber war vollkommen schlecht in Mathematik. Und ihr Papa war Gymnasiallehrer und hat gesagt, sie soll ja mal in das Freifach Informatik in die Radetzky-Schule gehen. Ich muss dazu sagen, wir waren in einer reinen Mädchengymnasium im 10. Nachdem zu der Lanet hingehen hat wollen, hat gesagt, Gerti, geh mit. Also sind wir gemeinsam hingegangen, die haben dort Fortran programmiert. Ja, die nur Burm, total super, die haben keine Ahnung gehabt, die sind nur daneben gesessen. Also das Gute war, dort war eine gute Berufs, sozusagen heute glaube ich heißt es Bildungssprecher, gute Berufsinformation. Und dort habe ich gehört, es gibt das Informatikstudium. Ich dachte, naja, eigentlich wollte ich Mathematik studieren, aber das hört sich eigentlich ganz spannend an, mache ich heute Informatik. Gut, ich habe mit Informatik begonnen und bin dann aber, das war ja damals ein universitätsübergreifendes Studium bis zu 2006. Wir haben es blöderweise geschafft, dass wir das nicht mehr universitätsübergreifend haben, ist meine persönliche Meinung. Also wir haben alle, die wir da sitzen, glaube ich, haben alle universitätsübergreifend studiert, hat die meisten höchstwahrscheinlich auch irgendwelche Lehrveranstaltungen an der Uni Wien gemacht. Und irgendwann haben wir gedacht, naja, eigentlich die Wahlfächer, da sollte ich vielleicht ein bisschen mehr was Wirtschaftliches dazu machen. Und dann habe ich halt das W davor gehängt. Dann habe ich im Endeffekt damit auch halt auch Wirtschaft. Und ich bin überzeugt, das sind einige Herrinnen, die vielleicht ähnliche Werdegang gehabt haben, dass sie gesagt haben, naja, Informatik und Wirtschaftsinformatik ist ja nicht so weit auseinander. Das eine ergänzt das andere. Und genauso leben wir auch heute noch die Wirtschaftsinformatik. Die Wirtschaftsinformatik an der TU Wien ist eine sehr technisch orientierte Wirtschaftsinformatik. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist auch für unseren Arbeitsmarkt draußen. Das sind Leute, die super entwickeln können, die super die ganze Software-Engineering rauf und runter haben, die aber auch kommunizieren können. Und Informatik ist halt auch kommunizieren und nicht nur entwickeln. Und das versuchen wir nach wie vor also hochzuhalten hier an der TU Wien. Der nächste Punkt, wir sind ja alle Lehrende. Ja? Und ich habe schon vorher lamentiert, wir haben zu wenig Frauen. Und jetzt kann man zwar nicht sagen, wir haben zu wenig Studierende, aber wir haben vielleicht manchmal zu wenig die richtigen Studierenden. Und das hat was auch mit Nachwuchsförderung zu tun. Und Nachwuchsförderung heißt, jetzt bin ich wieder bei Ihnen, Sie haben Kinder, was lernen die Kinder? Also in der Volksschule, Hauptschule, Gymnasium, Unterstufe, höchstwahrscheinlich ganz wenig. Dann kommt die 5. Klasse Gymnasium, da gibt es das Pflichtfach Informatik. Da haben Sie ja höchstwahrscheinlich alle Ihre Horrorgeschichten zu erzählen. Ich glaube, wir müssten viel mehr mit der Nachwuchsförderung tun. Wir müssten viel mehr in die Richtung Studienpläne also, oder Lehrpläne in die Schulen gehen. Ich weiß nicht, ob ich da oben nicht lesen kann, denn das ist alles gestohlen aus. Wenn da hier alt auf der Taste. Und wir sollten auch viel mehr sozusagen den Spieltrieb unserer Jugend noch weiter fördern. Also es gibt jede Menge Wettbewerbe und interessanterweise geht auch eigentlich das Interesse daran zurück, weil, und das ist nach wie vor so, wer hat gesagt, irgendwie hat das erklären müssen, was Informatik ist, wir haben nach wie vor mit denselben, also die Minister sind andere, aber sie verstehen noch immer nicht, was Informatik ist. Das ist nach wie vor, da haben wir noch einiges zu tun. Ja, ich muss beeilen. Ha, was war vor 25 Jahren? Was geschah? Also Iden des März waren es nicht, die waren früher.
Das Web ist sich selber nicht sicher, ob am 12. März, das wäre heute, oder morgen vor 25 Jahren das World Wide Web quasi erfunden wurde. Warum bringe ich das jetzt? Es zeigt, es hat sich eigentlich, wie wir Informatik betreiben, die Bedeutung der Informatik noch viel mehr geworden ist, als wir uns damals haben vor 25, vor 30 Jahren so vorstellen können. Und trotzdem haben wir eigentlich in der Gesellschaft nicht den richtigen, positiven sozusagen Stellenwert. Wir haben einen negativen, das ist zum Teil auch richtig, NSA und Co. Nur wir sollten viel mehr tun, wir sollten unsere Jugend, unsere Kinder ganz anders sensibilisieren und ausbilden, um da in die richtige Richtung zu gehen. So, letzter Punkt. Industrie versus Forschung. Nein, es soll nicht versus sein, es soll natürlich plus sein. Und deswegen sitzen Sie ja alle jetzt gleich wieder Zahlen, weil das schaut irgendwie eigenartig aus, meiner Meinung nach. Sie sollen nicht nur da sein, weil wir von ihnen Geld verlangen, sie sollen da sein, weil sie sich auch weiterbilden wollen. Ich glaube, wir sollten viel mehr in die Weiterbildung investieren. Es sollte für Sie zum Normalsten der Welt gehören, dass er sie alle paar Jahre für eine Woche, was sie zum Beispiel im September, auf ihre Alma Mater begeben, um sie dort dann Auffrischer zu holen. Ob sie dann was zahlen oder nicht, wird es später reden. Aber wichtig ist, dass das einfach dazugehört, weil das ist Community Building. Und ich glaube, wir werden auch in die Richtung gehen. Und ja, und last but not least, wie funktioniert Forschung? Forschung funktioniert neugiergetrieben und problemgetrieben. Und wir bekommen die Probleme von Ihnen. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass wir gemeinsam in Forschungsprojekten, ob man das jetzt grundlagenorientiert oder anwendungsorientiert, Gott sei Dank, ich glaube, diese Diskussion sollten wir hinter uns lassen, dass wir gemeinsam auch in Forschungsprojekten arbeiten. Super, mehr habe ich nicht zu sagen. Dankeschön. Ja. So, danke Gerti und allen anderen für die wirklich lebhafte und interessante und auch lustigen Beiträge. Und die Fakultät, ein Satz, bevor ich Schluss mache, bitte. Da gibt es ein Bild, ein Foto. Nein. Hast du das Ding zum Klipsen? Also während die Gerti das Bild sucht, erzähle ich den einen Satz. Ich möchte den unbekannten Informatiker grüßen. Und zwar wie am Weg, am Pendeln zwischen Wien und Zürich. Entschuldigung, welches Bild? Ja, Foto habe ich. Von dir? Nein. Von vielen lieben Leuten. Von vielen lieben Leuten. Mhm. Der unbekannte Informatiker, für mich Unbekannte. Ich habe also wirklich sehr, sehr viele, das ist das Bild, nein, jetzt erzähle ich erst das Bild, das war vor meinem Weggang im Jahr 88 und da sind viele Leute drauf, die inzwischen ehrenwerte Professoren sind. Ich sage nichts dazu, wer ist. Aber die Geschichte mit dem unbekannten, für mich unbekannten Informatik. Mich haben also hunderte Leute angesprochen, auch heute wieder, dass sie es mir verdanken, dass sie Informatik studiert haben. Und einen möchte ich schön grüßen lassen, der hat mich sehr überrascht bei einer Zugsfahrt zwischen Wien und Zürich. Ich kannte ihn nicht. Sagt, sind Sie der Professor Schauer? Sagt, ja. Sagt er, Ihnen verdanke ich meine Karriere. Sagt, um Gottes Willen. Wieso, was ist passiert? Ja, er hat also jetzt in der Schweiz einen wunderbaren Job in der Informatik und hat ursprünglich Chemie studiert und ist irrtümlich am Getreidemarkt im Audi Max in meine Vorlesung gegangen und hat danach beschlossen, auf Informatik umzusatteln. Und das war das. Ich darf als Dankeschön für alle, die sich am Podium beteiligt haben, ein Heferl
mit dem einem speziellen Logo, das kennen Sie vielleicht jetzt schon, das Rufzeichen auf dem roten Grund, das ist das Logo der Fakultät für Informatik, überreichen. Bitte schön. Ich gebe es weiter. Ja? Und ich darf dir, Gerald, danken für diese unterhaltsame Runde. Und wir haben uns noch gedacht, um den Alumni, den Informatik-Alumni-Club ein bisschen mit mehr Würde zu füllen, wollen wir unseren drei auswärtigen Gästen, die hier dabei sind, die Ehre zuteil werden lassen, die ersten Fellows unseres Alumni-Clubs zu werden. Ich darf dir, Helmut, eine Urkunde dazu überreichen. Lieber Rupert, gratuliere. Und lieber Paul, gratuliere dir. So, recht herzlichen Dank. Damit wären wir wieder beim Thema. Nein. Ich könnte jetzt noch, Sie brauchen aber keine Angst haben, ich erzähle Ihnen jetzt nicht, wie ich Informatik studieren begonnen habe. Ich habe nämlich nicht Informatik studiert. Ja, wir haben, also wie gesagt, diese Runde ist jetzt beendet. Ich gebe jetzt nur noch ein paar kurze organisatorische Hinweise für den Rest des Abends. Wir haben, wie ich schon erwähnt habe, unerwartet viele Teilnehmer, die uns vor organisatorische Probleme gestellt hat. Die Fakultät für Informatik, also nicht der Alumni-Club, sondern die Fakultät, hat sich dennoch entschlossen, das Buffet entsprechend zu vergrößern. Es gibt jetzt draußen ein Buffet. Bei diesem Buffet möchte ich Sie bitten, effizient vorzugehen. Ich meine das so, wir haben nicht besonders viel Platz und wir haben es so organisiert, dass man von vier Seiten gleichberechtigt an das Buffet kann. Das ist aber alles in dem langen Gang, der dort nach hinten geht. Wenn sich jetzt alle vorn bei der ersten Schlange anstellen, dann ist hinten das ineffizient verwendet. Nicht? Also gehen Sie weiter und stellen Sie sich an alle vier Schlangen gleichzeitig an. Wir wollen natürlich in Zukunft, und damit komme ich wieder zum Thema zurück, wir wollen in Zukunft natürlich auch weiterhin solche Veranstaltungen organisieren können. Es wird nicht immer so sein, dass die Fakultät dafür Geld hat. Dafür braucht der Alumni-Club Mitglieder. Bitte für die ausgefüllten Formulare ist gleich, wenn Sie rausgehen, links draußen eine rote Kiste. Ist dort einwerfen. Es ist jetzt schon ziemlich spät geworden. Ich würde sagen, wir machen die Verlosung um 8:45. Um 8:45 werden 5 ausgelost, die im ersten Jahr nichts zahlen. Ich hoffe, dass nicht nur 5 drinnen liegen. Ich möchte gerne noch abschließend sagen, ich weiß ja nicht, wo Sie alle arbeiten, was Sie alle für berufliche Situation haben. Sollten Sie aus Ihrer derzeitigen Position heraus irgendeine Möglichkeit sehen, die TU-Informatik zu unterstützen, wie auch immer, dann wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an den Herrn Dekan oder an mich, dann können wir da über Details reden. Dankeschön. Sie haben da jetzt diese schönen Häferln gesehen. Als Überraschung haben wir genügend Häferln für Sie alle. Beim Fortgehen wird jeder ein Häferl bekommen. Dazu müssen Sie nur dann den richtigen Ausgang wählen, dort wo die verteilt werden. Darum sage ich das jetzt, damit nicht zu viele da ohne das wegrennen. Weiters haben wir ein Gästebuch draußen aufgelegt. Das ist ziemlich dick, da passt viel hinein. Wir würden uns über viele Kommentare, aber auch kritische Anmerkungen, was Sie anders oder besser machen würden, freuen, damit wir das in Zukunft besser machen können. Ja, ich darf Sie jetzt
Ich darf Ihnen jetzt noch viele interessante Gespräche wünschen. Ich hoffe, dass Sie Ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen schon gefunden haben. Wenn nicht, dass Sie es noch finden. Vielleicht, dass Sie neue Kontakte knüpfen. Und ich darf die ganze Veranstaltung hier mit vier Worten abschließen. Das Buffet ist eröffnet. Applaus